meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Letztes Jahr habe ich nicht gerade wenig Bücher gelesen. Laut Goodreads waren es, ich weiß es leider nicht genau, weil es mir nicht mehr angezeigt wird. Auf jeden Fall waren es über 70 Bücher, die ich gelesen habe. Und ich möchte euch heute meine Jahreshighlights zeigen. Das sind insgesamt 10 Stück, beziehungsweise es sind 10 Reihen, sage ich mal. Bücher an sich sind es mehr. Es sind auch ein paar Hörbücher dabei. Und das sind wirklich meine absoluten Highlights. Es gibt auch noch andere Bücher, die ich ganz gut fand, aber die meisten, die ich euch jetzt zeige, die haben auch eine 5-Sterne-Bewertung von mir bekommen auf Goodreads. Falls ihr mir noch nicht auf Goodreads folgt, da könnt ihr immer verfolgen, was ich so gerade lese und wie ich diese Bücher bewerte. In der Infobox findet ihr den Link zu meinem Profil. Wir starten dann auch gleich direkt mit dem ersten Buch. Ich werde immer kurz beschreiben, um was es geht. Ansonsten verlinke ich euch alle Bücher auch wie immer in der Infobox, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Ich habe auch einige Rezensionen dazu verfasst, also schaut da einfach mal nach. Und das erste ist auch eines der letzten, was ich 2018 gelesen habe. Und zwar ist das Anyman Crumbs Staubchronik von Lynn Rina. Dieses Buch ging ja nur so durch die Bloggerwelt, beziehungsweise auf Instagram hat man es überall gesehen. Hier auf YouTube weiß ich es ehrlich gesagt nicht so genau, aber ja, man ist einfach nicht drum rum gekommen. Ich habe es auch schon seit einiger Zeit in meiner Sammlung und im November hat die Autorin auf Instagram so eine, nicht Challenge hochgeladen, sondern so einen Leseplan, weil das Buch an sich auch im November spielt und es hat im 1. November angefangen und ging über den ganzen November. Man hat das immer so nicht Kapitel gelesen, sondern immer passend zu dem Tag, wie halt eben auch in der Geschichte selber. Das im Hintergrund war jetzt gerade übrigens Lucky, das hört man jetzt wahrscheinlich, wie er den Kratzbaum hochgeklettert ist. Also bitte nicht wundern. Die Geschichte spielt im Jahre 1890 in England und damals war es ja noch so, dass die Frauen eben nur dafür da waren, um einen Ehemann zu finden und Kinder zu bekommen. Und ja, die Mutter von Anyman hatte eben nichts anderes im Kopf, als eben den perfekten Mann für sie zu finden. Anyman hatte aber überhaupt kein Interesse dran und er gräbt sich immer nur in ihren Büchern. Dann kam es dann eben dazu, dass sie nach London geht und für einen Monat in einer Bibliothek arbeitet. Und der Bibliothekar macht es ihr nicht ganz einfach. Das ist nämlich ein ganz schöner Kriegskram. Ja, und die Geschichte nimmt dann halt so ihren Lauf. Sie hat an sich nicht wirklich eine Spannung, aber dadurch, dass die Autorin alles so detailliert schreibt, konnte man irgendwie nicht aufhören zu lesen. Ich weiß nicht, man ist so richtig in die Welt eingetaucht. Mir hat es unglaublich gut gefallen, obwohl es, wie gesagt, keine wirkliche Spannung in dem Buch gibt. Aber ich verstehe den Hype schon darum. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eines meiner Jahreshighlights, weil ich halt einfach die Location, diese Atmosphäre ganz toll fand. Hierzu gibt es auch eine Rezension auf dem Blog. Das nächste Buch oder die nächsten Bücher habe ich bereits Anfang 2018 gelesen. Und zwar möchte ich euch einmal den Roman zeigen und einmal die Mangas. Das hier ist Your Name von Makoto Shinkai. Das ist einmal der Roman und hier haben wir die Mangas. Das sind 3 Bände. Ich habe als erstes den Roman gelesen, dann habe ich mit meinem Freund den Kinofilm geschaut und dann habe ich noch die Mangas zugeschickt bekommen. Alles 3, beziehungsweise sagen wir jetzt mal, die Bücher, die sind einfach so toll, diese Geschichte ist einfach was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich finde, man muss das irgendwie gesehen haben, auch wenn man an sich keine Mangas liest oder Animes schaut. Also dann holt euch einfach das Buch, weil die Geschichte an sich wirklich toll ist. Und zwar geht es eben darum, dass Mitsuya in einem Dorf in den Bergen lebt, also in Japan. Und dann gibt es da noch Taki, der lebt in Tokio. Mitsuya wünscht sich halt nichts anderes, als auch in einer Großstadt zu leben. Und Mitsuya träumt dann immer jede Nacht, dass sie ein Junge in Tokio ist. Und ja, irgendwann stellt sie fest, dass aus Traum Realität geworden ist. Und, Mitsuya in Takis Körper aufwacht und Taki eben in Mitsuyas Körper. Beide kennen sich eben nicht und dann nimmt die Geschichte halt auch so ihren Lauf. Die versuchen dann natürlich herauszufinden, wieso das passiert. Und die Frage ist natürlich, ob sie auch irgendwann aufeinandertreffen. Und die Geschichte ist wirklich so toll. Ich kann euch alles nur empfehlen, egal ob den Film, das Buch oder halt eben die Mangas. Kommen wir zu einer Dystopie, die mit wirklich mit ganz, ganz großem Abstand mein Jahreshighlight ist. Oder eins, also ich habe so 2 ganz große Highlights und ja, das ist eines davon und zwar ist das
Scythe von Neil Shusterman, Teil 1 und 2. Wir haben hier einmal Scythe, die Hüter des Todes, Band 1 und hier Band 2, der Zorn der Gerechten. Ich habe noch nicht so viele Dystopien gelesen, aber die hat mich einfach umgehauen, die hat mich so fertig gemacht. Das Tolle war, dass ich Neil Shusterman letztes Jahr auch kennenlernen durfte. Er war zur Signierstunde im Thalia in Nürnberg und das war halt auch wirklich richtig toll. Ich habe von ihm bisher leider nur diese Bücher gelesen. Ich habe auf meinem Kindle auch eine andere Reihe von ihm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie die heißt, aber die werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ja, und in dieser Welt geht es eben sozusagen fast um die perfekte Welt und um vor einer Übervölkerung zu bewahren, gibt es eben die Scythe. Die dienen eben dazu, über Leben und Tod zu richten. Also es gibt keine Menschen, die mehr an einem natürlichen Tod sterben oder an Krankheit. Jeder, der so stirbt, wird dann sozusagen wiederbelebt und die Scythe entscheiden sozusagen, wann du stirbst. Gibt es dann hier eben Citra und Rowan, die werden zu Scythe ausgebildet. Und ja, ob sie diese Prüfung bestehen oder nicht, erfährt man im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann fast noch spannender weiter. Die Story ist auf jeden Fall mega gut. Also ich finde diese Idee und diese Geschichte an sich wirklich so toll. Bin auch super gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja eine Trilogie und es ist schon ein bisschen her, wo ich die beiden Bücher gelesen habe. Und Teil 3 erscheint leider erst im Herbst diesen Jahres. Ich hoffe, ich weiß dann noch ungefähr, um was es geht. Ansonsten muss ich Band 2 wahrscheinlich nochmal lesen. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon sehr drauf. Also wenn ihr mal so dystopiemäßig was lesen wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Also das ist wirklich mit Abstand die beste Dystopie, die ich bisher gelesen habe. Mein nächstes Jahreshighlight, von dem ich ja erzählt habe, dass ich zwei so ganz große habe, die also mit Abstand meine Highlights sind. Das ist das zweite, Nicht weg und nicht da von Anne Freitag. Ich habe sogar für die Rezension, ich weiß nicht, 1 oder 2 Wochen gebraucht, weil ich einfach diese Geschichte nicht in Worte fassen konnte. Die ist einfach so gut und es war mein erstes Buch, was ich jetzt von Anne Freitag gelesen habe. Ich habe sogar noch ein anderes Buch von ihr, aber das habe ich leider noch nicht geschafft zu lesen. In diesem Buch geht es darum, dass der Bruder von Luise stirbt und im Zuge dessen trennt sie sich sozusagen von ihren Haaren. Also sie rasiert sich eine Glatze und geht auch in Therapie, wobei sie auch nicht mit dem Therapeuten wirklich darüber sprechen will. Ja, und dann wird Luise 16 und bekommt eine E-Mail von ihrem toten Bruder. Ja, und das ist die erste E-Mail von vielen. Und dann gibt es da noch Jacob, der im Haus des Therapeuten lebt, den sie sich dann halt auch irgendwann anvertraut. Und dann entwickelt sich da auch eine Liebesgeschichte. Und das ist halt insgesamt wirklich toll. Das klingt jetzt vielleicht nicht so besonders, aber diese Emotionen, die da in diesem Buch sind und wie die Autorin das beschreibt mit den E-Mails von dem toten Bruder, also das hat einfach so wirklich mein Herz berührt. Also ich habe da auch wirklich mal weinen müssen und das passiert mir wirklich selten bei Büchern. Deswegen wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite aus. Das, ja, also ist wirklich ein tolles Buch. Dann kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die ich auch alle einzeln auf meinem Blog rezensiert habe. Bisher sind 4 Teile erschienen. Der nächste Teil erscheint im Februar, glaube ich, und da freue ich mich schon mega drauf. Ich lese recht viele Romane, beziehungsweise höre ich sie auch als Hörbücher und es gibt kaum Bücher, die mir wirklich im Kopf bleiben von der Geschichte und bei diesen ist es einfach so und ich weiß nicht, an was es liegt, ob es an der Location liegt oder ob es einfach auch an dem Schreibstil der Autorin liegt. Das sind die Bücher von Manuela Inusa. Die Valerie Lane-Reihe ist das. Und zwar haben wir hier einmal den ersten Teil. Das ist Der zauberhafte Trödelladen. Dann haben wir hier Der kleine Teeladen zum Glück. Das nächste ist die Schokolaterie der Träume. Und der vierte Teil ist das wunderbare Wollparadies. Und zwar geht es in den Büchern, wie die Reihe auch schon sagt, um die Valerie Lane. Das ist eine kleine romantische Straße, wo eben mehrere Freundinnen ihre eigenen Laden haben. Und jeder einzelne Band erzählt halt von einer anderen Freundin. Eben wie gesagt, einmal geht es um den Trödelladen und hier einmal den Teeladen und so weiter. Und das ist einfach so eine schöne Geschichte. Und das Besondere daran ist halt einfach, dass in jedem Buch die Freundinnen ja immer wieder vorkommen, weil alles ja immer in einer Straße abspielt.
Und das ist einfach so schön und ich weiß nicht, also es hat auch eine gewisse Spannung in sich. Also es passiert auch immer wieder was Unerwartetes. Und ja, es ist natürlich auch viel Liebe mit dabei, aber nicht so kitschig, sondern eben auf eine schöne Weise. Und ich finde einfach diese Location und die Atmosphäre um die Valerie Lane einfach so schön. Und ich wünschte, ich könnte mal durch diese Läden bummeln und das ist einfach wirklich so eine tolle Reihe und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Wie gesagt, es gibt selten Bücher, die mich so fesseln, was Romane angeht und die Autorin hat es definitiv geschafft. Dann kommen wir mal zu einem Hörbuch, was eines meiner Highlights war. Hierbei handelt es sich um Ich, Eleonore Oliphant. Das Buchcover sieht so aus. Ich hoffe, man kann das jetzt hier irgendwie erkennen. Das ist das Erstlingswerk von Gail Honeyman. Ich glaube, man spricht es so aus. Und zwar ist das eben auch ein Roman. Eleonore ist eben anders als andere Menschen. Sie lebt sozusagen in einem Schneckenhaus und macht alles so für sich alleine, beziehungsweise sie fühlt sich nicht wohl außerhalb von anderen. Sie verliebt sich dann und lernt dann halt langsam aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen und die Welt anders kennenzulernen. Das ist einfach so schön, das alles zu lesen, auch total mitreißend und emotional. Also mir hat es wirklich unheimlich gut gefallen. Mein nächstes Hörbuch-Highlight, was es natürlich aber auch als Buch gibt, ist von Petra Hülsmann, Wenn's einfach wär, würd's jeder machen. Das ist, glaube ich, ihr aktuellstes Buch. Ich habe alle Bücher von ihr gelesen bzw. gehört. Man sieht das jetzt hier, das Cover. Ich liebe einfach ihre Geschichten, weil alle ihre Geschichten in Hamburg spielen. Und Hamburg ist einfach meine Lieblingsstadt in Deutschland. Und deswegen gefällt es mir auch immer wieder so gut, ihre Bücher zu lesen, auch wenn die Bücher an sich nichts miteinander zu tun haben. Die Location ist halt einfach immer in Hamburg. In dem Buch geht es um die Musiklehrerin Annika, die aus heiterem Himmel von ihrer Traumschule in ihre Albtraumschule wechseln muss. Und das ist halt eben so ein Problembezirk beziehungsweise eine kritische Schule, wo es viel Stress gibt. Dann gründet Annika eine Musical-AG, was eben nicht ganz so einfach für sie ist. Und sie sucht sich dann eben Hilfe und wendet sich an Tristan. Das war ihre erste große Liebe und er ist mittlerweile Regisseur. Ja, und Tristan hilft ihr halt auch und ist dann sozusagen der Regisseur von dieser Musical-AG und das endet dann auch so ein bisschen im Chaos, aber das ist an sich auch wieder eine total schöne Liebesgeschichte und ich mag ja nicht so diese kitschigen Liebesromane und das ist halt bei Petra Hülsmann einfach nicht so. Das ist halt einfach so angenehm schön und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Auf jeden Fall auch eines meiner Jahreshighlights. So, und jetzt kommen wir auch schon langsam zu Ende. Jetzt kommen wir zu meinem vorletzten Jahreshighlight und zwar ist das Iskari, der Sturm naht von Kristen Cicarelli. Auch schon eine Weile her, wo ich das gelesen habe. Ich bin sogar aktuell dabei, den zweiten Teil zu lesen. Da bin ich auch schon fast durch. Und zwar geht es da um die Hauptprotagonistin Asha. Sie ist eine Iskari und sie ist halt eben sehr mutig, eine sehr starke Protagonistin, die auch gegen Drachen kämpft. Ja, und der König, der zwingt sie sozusagen dazu, Jarek, den Kommandanten des Königs, zu heiraten und sie hasst ihn halt. Dem eben zu entkommen, soll sie den mächtigsten Drachen bezwingen. Eine nahezu unlösbare bzw. tödliche Aufgabe. Ob sie das Ganze schafft, erfährt man eben in diesem Buch. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Jahreshighlight. Und zwar ist das Die Duftapotheke von Anna Ruhe. Ein Geheimnis liegt in der Luft. Dieses Buch an sich hat von mir auf Goodreads nur 4 Sterne bekommen. Es gehört aber trotzdem zu meinen Jahreshighlights, weil es mir einfach so gut gefallen hat. In diesem Buch geht es um Lucy und ihren kleinen Bruder, die in einer alten Villa einen ganz besonderen Raum finden. Und zwar einen Raum mit ganz vielen Flakons und Düften. Und in diesen Fläschchen schlummern eben nicht nur Düfte, sondern auch tolle Überraschungen, aber auch jede Menge Gefahren. Und ja, da gibt es dann eben einen Flakon, der besser verschlossen geblieben wäre. Was da in dem Buch passiert, das müsst ihr natürlich selber lesen. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall unheimlich schön geschrieben und auch spannend. Es ist eigentlich eher ein Buch, wie man wahrscheinlich auch am Cover erkennen könnt. Das ist ja sehr kitschig und das ist an sich ein Buch eher für so Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre, glaube ich. Aber ich lese sowas ab und zu wirklich
total gerne, weil man sich dafür nicht anstrengen muss, wie jetzt irgendwie so bei High-Fantasy-Büchern oder so. Kann man halt ganz gut seinen Kopf abschalten. Da ist auch schon der zweite Teil draußen, der liegt auch schon bei mir. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Das werde ich auf jeden Fall bald machen, weil ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen, wenn ihr mal so ein Kinderbuch einfach in die Hand nehmen wollt, was einfach mal so zum Abschalten ist, aber halt eben auch Spannung mit sich bringt. Und das war's auch schon mit meinen Jahresfavoriten für 2018. Was sind denn eure Jahreshighlights? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Vielleicht ist da auch das eine oder andere Buch dabei, was ich noch nicht gelesen habe oder noch nicht besitze. Dann würde ich es mir natürlich auch holen, wenn es mich anspricht. Lasst es mich doch gerne wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.